Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu, und heute schauen wir uns einen mittelgroßen Traktor an, und zwar den Massey Ferguson 7720 als S. Dazu gehen wir jetzt erstmal in unser Kaufmenü rein. Unter der Rubrik Mittelgroßtraktoren, wie man es kennt, hinten im hinteren Bereich, da haben wir den Massey Ferguson als 7720 S. So, wir können jetzt hier einige Sachen dran verändern, und zwar einerseits die Reifen. Da haben wir einmal Trelleborg, Michelin, Continentals, Mitas, BKT, Bredestein, Nokian Tires, und das war's. Die können wir jetzt erstmal wählen, diese Reifen. Als nächstes hätten wir die Reifenvariante als Standard. Radgewichte, Breitreifen und Breitreifen mit Radgewichten. Breitreifen 2. Breitreifen 2 mit Gewichten. Sowie Zwillingsbereifung hinten. Zwillingsbereifung vorne. Und dazu auch noch Pflegebereifung. Wir können es hierbei jetzt auch noch abändern mit Warntafeln. Ja, nein. Da haben wir hier noch die Warntafeln, die wir eben halt noch ausklappen können. Frontladeranbau können wir hierbei auch machen. Einmal den Quieke, den Hauer können wir anbringen, und das war's. Motorausführung hätten wir hier den 7720 mit 225 PS, den 7722 mit 240, den 7724 mit 260 und den 7726 mit 280 PS. Des Weiteren können wir hier jetzt auch noch wählen die Hauptfarbe. Da haben wir eine, ja, kleine Sparte eben halt, dass wir an Farben haben. Sogar auch die Designfarbe können wir ändern. Haben wir jetzt hier auch eine kleine Sparte dafür. Felgenfarben, ja, da haben wir jetzt ein paar Farben mehr, die wir auswählen können. Aber wir können jetzt so machen, wie wir es gerne hätten. Und natürlich geht auch weiterhin unser Kennzeichen. So, mehr können wir jetzt hier dran erstmal nicht verändern, wobei das schon eine ganze Menge schon ist. Aber jetzt schauen wir uns das gute Stück einmal hier an. Ich habe mir einmal als Standard gekauft, beziehungsweise ja, als Standard geholt. Und ja, also ich muss schon sagen, also hier vorne, das mit dem Gitter, das sieht schon ja, recht interessant aus. Hier vorne haben wir auch die Filter dran, können wir dann gleich sehen. Direkt hier vorne gleich in diesem Filter schön. Wir haben eine Zapfwelle vorne. Die Anschlüsse haben wir Oberlenker, Unterlenker. Ja. Da haben wir auch unsere Filter, können wir sehen. Die Reifen sind auch, ja, wenn ich das richtig sehe, detailliert. Ja, wunderbar. Und auch hier hinten Oberlenker, Unterlenker, K80. Zugmaul, alles da, auch hier unsere Hydraulikanschlüsse, unsere, ja, sieht soweit nicht schlecht aus, muss man ehrlich sagen. Also wir haben sogar jetzt hier oben auch eben halt unsere Druckluftventile, sehen wir, ja. Und im Großen und Ganzen, doch muss ich ehrlich sagen, schaut er recht gut aus. Dann wollen wir uns das gute Stück auch mal von innen mal angucken. Ja. Ja gut, was jetzt gleich auffällt, sind leider sind die Spiegel nicht animiert. Das ist natürlich schade. Würde auf jeden Fall noch ein bisschen was hermachen. Ja, dann schmeißen wir das gute Stück einmal an. Ja. Viele Anzeigen an. Wir können hierbei sogar jetzt auch ich mache das doch lieber so. Wir können sogar auch hier eben halt unsere Luken aufmachen. Hier, das können wir sogar bedienen. Einmal unsere Heckluke und einmal unsere Seitentür können wir einmal aufmachen.
Was natürlich auffällt, ist, dass das Licht leider nicht funktioniert. Aber sei es drum. So, machen wir einmal kurz einen kleinen Lichtcheck. Ja, das funktioniert soweit eigentlich alles. Mal schauen, wie er sich fahren lässt, der Kleine. Ja. Fahren lässt er sich soweit schon mal gut. So, ja, das war's jetzt zuerst mal zu diesem Mod. Wir schauen uns auch noch mal kurz die Lok an. Ja. Keine Warnings, keine Errors, keine Luas. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe den Mod jetzt im Singleplayer getestet. Wie es sich im Daily-Server verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt leider nicht sagen. Dies Mod könnt ihr euch beim Modhub runterladen. Gibt es für PC, Mac und alle gängigen Konsolentypen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. So wie schaut bei meinem lieben Kollegen Christian vorbei, der euch auch immer wieder neue und aktuelle Mods präsentiert, die auch interessant sind. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.